Die Emily! Habe ich auch gerade gesagt. Hearing their mumbled discussions always made me greatly uncomfortable. Emmy, bist du's? I feel uncomfortable. I mean, the Shinsengumi man only arrested Ronin, outlaws, in the best interest of protecting the city and its people. I've been waiting for this! Okay, now! Once things settled down, Harada returned to us, and Soma looked disgruntled as he stared down. Emmy gleich Fuka? Emmy ist Fuka? Warum bin ich Fuka? Frag Mira. Die Emily. Frag Fuka, aber nicht mich. Gut gemacht, Harada. Du hast es gerade hingekriegt, Soma Hoffnungen zu machen und sie dann zu zerstören. Kaxus Makoto, ich Mira ist Minaki, Emmy ist Tuka, wer ist Liara? Ich glaube, ich weiß es. Warte, von welchen Personen reden wir gerade? Drei. Okay. Oh nein, ich habe irgendwie das im Kopf, dass die Yara Mitsuru ist, weil sie Französisch kann. Mira meint gerade Minako. Du bist Minako? Aber ich dachte, Mira ist Minako. Nee, Mira ist Minaki. Ja. Achso, nein. Minako als Verbesserung für sie. Ja, Entschuldigung. Mirai, warum Sunli 3? Wegen The Enemy! Okay. Ich hab mich vertippt again. Oh, Mirai! Soma, what are you doing? Ich weiß es nicht. Ich hab das Gefühl, irgendwie er versteht nicht ganz, was er eigentlich gerade getan hat. Achso, Schnellschlag-Aliara. Soma, hast du eigentlich zugehört, was Chizuru dir gerade vorhin gesagt hat? Nein. Sie hatte doch gerade vorher erst gesagt, von wegen sie tun das nur, um Recht und Ordnung zu bringen. Jetzt auf einmal so, sie bringen Recht und Ordnung. Oh nein, alle fürchten, dass sie die Nächsten auf der Liste sind, aber es werden doch nur Ronin, die missbauen, bestraft. Nein, alle müssen sind in Gefahr, sie könnten auf der Nächsten, die Nächsten auf der Liste sein. Na, so.今日の治安を守るってのはどういうことか分かるか。ゆすり高りが目の前でやられて、それを見逃せっていうのか。そういうわけじゃないが、やり方ってもんがあるだろ。口で言っても分からねえ奴らや暴力を平気で振るう奴らには躊躇してる暇はねえんだよ。それが今日の治安を守る仕事だ。 Was hat Mirai geschrieben? Gar nichts. Das letzte war halt, weil Person 3, weil ich gefragt habe, welches Person hat sie 3 gesagt, haben ich gesagt, warum jetzt ist die 3 und deswegen war Person 3. Oh nein, man wird auf einmal mit Namen gerufen. Hältst die Leute ab? Nein! Das ist ein Unfall。近藤さんや土方さんにも会った。だから、あんたたちが本当はどんな人たちなのかも少しは分かっている。でも、それを知らない市井の人々には、見たこともない遠く離れた人たちには、 Lambo-Mono-Datte-Iwarel-Dacke-Janaika! Jetzt bezeichnet er uns schon wieder als Hooligans. Aber er liegt nicht falsch. Ore-Tachi-No-Koto-O-Sinpai-Shite-Kurete-Lo-Ka. Well, he ain't wrong. Dekita-Bakari-No-Koro-Mada-Loh-Shigumi-To-Nan-Tara-Koro. Mirai, Tite, Recht in Ordnung, nicht wahr, Soma? Soma hat übrigens auch gerade so einen Blick wie I feel uncomfortable. Uncomfortable. Aber der halt nicht so ein toller Blick wie jetzt zum Beispiel Orlando den hat.
ehrlich, jedes Mal, wenn ich jetzt Orlando sehe, muss ich wirklich an diese brennende Küche denken. Oh Gott, Jesus, this is fine. This is how you roast Phoebe. And then Orlando's reaction. I need to update my shipping chart. Was sind die Reaction darauf? Ja, aber das Bild darunter fand ich wirklich noch süß und das hat mein Herz erstmal zerstört. Hattest du noch gerade keine Sprachausgabe? Wieso? Das Wort habe ich gerade irgendwie nicht gehört. Er hat gesagt, Nani? Nani? It was me, Dio. Dio hat die Sprachausgabe geklaut. You thought it was Hijikata, but no, it was me, Dio. Ich hab das Gefühl, schon in letzter Zeit wieder zu viel Jojo. Aber Jojo ist toll. Jojo Romantica? Jojo. Oh nein! Es gibt ein paar Charaktere, die will ich daraus nicht shippen. Einfach weil... Nee, danke. Als Freunde, definitiv. Als Liebespaar, ja. Also, es gibt auch Shippings zwischen Freunden, sie nennen sich Bro-TPs. Sie nennen sich auch Friendshipping. Ich erinnere mich an das eine Bild von Yusuke und Futaba, was ich bei uns reingestellt habe. Und die erste Reaktion von Liara... Das weg, das schippe ich nicht, das ist eklig. Und ich so, das ist nicht mal was Romantisches, wir haben uns Porträts voneinander gemacht. Ja, ich mag das Bild, das ist irgendwie süß. Dankeschön. War was? Harada's lips clench bitterly and he faced Soma with a biting seriousness. Warum muss ich jetzt an das Bild denken mit Have you seen his ass? Well, now you have. Oh Gott, ja. Liara, kennst du doch das Bild? Welches? Okay, gut, dass du es nicht mehr kennst, als würde sie sich rausnopen. <笑>俺たちはその名に恥ずかしくなくやるべきことをやってるんだ。多少の誤解はあるかもしれないが、いつか分かってくれると思うぜ。 Ach, es hat ihm geholfen. Das war ja gar nicht abzusehen. Soma hatte Unrecht. ただお客さんの前ではっきりした態度も取れず。いいってことよ。俺たちに助けを頼むのを見られたら客商売も上がったりだしな。そういうことなのか。もしよろしければ皆さんで一服していってください。すぐにお茶を用意します。いや、ティー。そうだね。それじゃ Skoshi yasumasete moran ka. Und Soma so, warte, darf ich mitkommen und mitschnorren? Huck. Harada beckoned to his man to come inside and enjoy some tea, while the mood in the city settled nicely once the commotion was over. You get cold, sweetie, what? Bruno ist so eine richtige Bar. Hot tea was served for Harada, Soma and me. Soma didn't touch the tea though, as he kept looking down at somebody at the table. Der Tee wird kalt. Nach dem Motto, ihr habt da bestimmt irgendwas reingetan. Er will garantiert den Tee nicht trinken, damit er sich nicht Zunge verbrennt. Meinst du schon, du seist ein Experte davon? Ich! Eigentlich der andere Typ, aber okay. Ich? Jo. Ich bin Experte fürs Verbrennen, meinst du? Exakt. Ich meine, wie oft du mir von deinen Pizza-Vorfällen erzählst aus dem... Ich hatte schon mehrere Pizza-Vorfälle hier. Also hier habe ich es kein einziges Mal hingekriegt, die Pizza aus dem Ofen zu holen und mich zu verbrennen. Zu Hause habe ich es schon mal hingekriegt beim Pizzaschneiden, dass die Pizza, heiße Pizza mir auf die Hose gefallen ist. Beim Schneiden? Wie hast du geschnitten? Im Sitzen? Nein, aber im Prinzip, es war auf einem Brett, eben auf einer
Ablage hier oben. Und ich habe eben dann eben den Pizzaschneider rausgeholt und habe es halt geschnitten. Und beim Schneiden ist es halt immer mehr Richtung Kante gerutscht und ist dann halt abgerutscht an der Kante. Ach so, ja, ich weiß es nicht. Und dann einmal umgekippt auf meine Hose. Und ich kann mir gut vorstellen, das war nicht unbedingt einer der besten. Es war heiß und die Pizza war danach nicht mehr essbar, also es war nicht so schön. Exakt. Ist sonst alles in Ordnung? Ja, ich kann bloß nicht kochen. Guess wir haben Stargast. Hallo. Hallo, Charlie. Hallo, Sweetie. Wir haben einen Gast heute, eine Katze. Na, Charlie, wie geht's dir? Ah, schön zu hören. Ja? Ist was, Charlie? Mhm, noch was? Okay, das war's dann. Na, muss man doch nicht immer ins Wort reden. Ne? Das sagt der Richtige. I'm sorry. Ich muss aufpassen, dass er jetzt nicht das Mikro umwirft. Weil Emmy so viel Schreck des Todes bekommt. Emmy legt dein Handy hin, bevor es doch fallen lässt. Mir wird es jetzt gerade bloß direkt ins Gesicht fallen, also das ist dann dein Part. Okay. Somerside deeply. Lost in the constellations, a thought as he murmured his soft words. Titel: Kacks der Katzenflüsterer. Charlie, oh, Charlie appreciated this. Demokratie sagt, die Katze hat mehr Recht als wir. Und währenddessen habe ich in der Hund meinen Kiba-Anhänger mit Kuromaru. Na komm, Charlie, geh. Ist okay. Schubst du wieder deine Katze durch die Gegend? Ja, aus dem Fenster. Solange du nicht wieder aus Versehen dein Handy auf die Katze wirfst. Es ist. Ich erinnere mich noch an die Videos, die du mir früher gesendet hast, wo du aus irgendeinem Grund deine Katzen geschubst hast. Katzenbowling! Beim Best Kombination ever. Kiba und Koromaru direkt neben den drei Nekojishi-Charakteren. Klinge. Alles klar, Mirai, das nennt man noch Frauenversteher. Katzenflüsterer gleich Frauenversteher? Oh right. Gott, ich hab's verstanden. Oh nein. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's auch verstanden. Ja. Muss ich's verstehen oder ist es so eine Sache jetzt, wie das. Nicht jetzt, das klären wir privat. Oh Gott. Ist es wieder so eine Sache wie das eine Mal, als Liara mir dieses eine Wort erklärt hat? Ich hab dir gar nichts erklärt, ich hab gesagt, geh es gut. Oder Emmy mir das andere Wort erklärt hat. Das sind mehrere Wörter, aber ja. Okay, die Abkürzung, egal. Ich verstehe immer, warum ihr davon so verstört wart. Ich war davon gar nicht verstört. Liara kann man auch nicht verstören. Es sei denn, du zeigst ihr einen bestimmten Charakter mit B. Mit Bethan kann man mich auch nicht verstören. Auch nicht mit Bethans Arsch. Nein. Ich erinnere mich an das letzte Mal, wo du förmlich rausgenopt bist, als du das gesehen hast. Ja, aber das Rausnopen muss nicht gleich verstört sein. Aber Liara? Was hast du denn? Liara, es gibt literally ein AR in Husabo, in dem man das gut sehen kann. Okay. Mirai, Leute, let's cucks be innocent! Nö. Du musst im Leben klarkommen. Aber... Oh. Außerdem, wenn sich jemand fragt, was heißt... Kannst du sagen, ach, nicht so wichtig, und dann kommt der andere... Was heißt denn das? Dann gibst du die Erklärung so... Sollte ich das überhaupt wissen? Du hast gefragt. Ich hab... Egal, aber trotzdem, sollte ich das überhaupt wissen? Jetzt weißt du es. Jetzt musst du selbst wissen, ob du es hättest wissen sollen. Du hast gefragt. Na gut, aber ich wurde heute so oder so genügend verstört mit Password-Fanart. Aber ganz ehrlich, mich hat man damals auch nicht gefragt, ob man mir das erklärt hat. Also dieses eine Fanart war wirklich cursed. Da hätte ich nicht draufklicken sollen. Das war wirklich mehr als nur cursed. Mirai, aber Teddy, please! Ich wurde heute in Osaka gebracht, um die Bakufu und Satchou zu sehen. Ich werde mich ein bisschen überraschen. Huch?
Go watch Jojo. Verzeihung, ich wollte kurz Nachricht an dich, wollte ich noch darunter schreiben, was zu schnell. Ich finde Soma irgendwie einen interessanten Charakter. Auch wenn er sich zu schnell von seinen Gefühlen leiten lässt, manchmal. Ja. Aber es ist ein interessanter Charakter. Ich meine, er entschuldigt sich wenigstens wirklich dafür. Ich rufe Soma noch. Lol, ich rufe noch meiner Katze und mein Hund kommt. Hallo, Tiffy. Soma's voice burned with passion, and the smoke from the tea flickered between him and Harada as the latter sipped his tea. So, komm mal, der Kaikabrader, du. Skoshibakari Senaka Kaikunatjose. What? Harada, then escalated quickly. Suddenly, day zwischen Harada und Soma. Titel: Ein Tea Date, Herr Homo. Nein, das ist too gay. Oh Gott, ein Tee-Date ist too gay. Ich habe aber tatsächlich auch schon mal das Gegenteil erlebt. Es war, dass ich so eine Vision Novel, die ich vor kurzem gespielt habe, war es auch literally so, man kann bis zum Ende, das passt wirklich bis zum äußersten Ende, dafür sorgen, dass die Charaktere nur Freunde sind. Die beiden Charaktere gehen literally auf ein Picknick, küssen sich und danach heißt es so auf Freundschaft. Was? Na, Hund, was ist mit dir kaputt? Das ist auch so, what? Und ich schieße dich jetzt mal raus, du sollst nicht in das Lust. Besonders das Ironische ist, dass auf Freundschaft kann man sagen, nachdem der eine Charakter dem anderen Blumen schenkt. Seine Lieblingsblumen. Ich gehe auch natürlich davon aus. Mirai, what? Ja, Mirai. Aber diese Vision Novel war so fluffy, das war so cute. Und was ist kaputt? Auch wenn das erste Date zwischen den beiden auf einer Shooting Ranch war, aber es war trotzdem cute. Und was ist kaputt? Tiffy! Komm mal her! Nein! Kommst du aus der Ecke raus, danke! Oh nein! Mirai, weil man ja seine besten Freunde auch küsst. Nicht. Und ich schieb dich gleich aus der Tür. Willst du auch für dieses eine Party spielen? Nein. Oh. Du meinst Poki? Das und halt was mit einem Stück Papier. Me? Hä? Oh, nee. Also ich muss das Papier weitergeben, ohne dass es runterfällt. Mit dem Mund. Und du darfst dein Handy nicht benutzen. Oh Gott, wir hatten auch schon mal so ein ähnliches Minispiel. Das war ein Minispiel. Das war bei uns halt so Salzstängel und zwischen in dem Salzstängel ich war halt so ein Apfelring und zwei Leute mussten dann in diesem Salzstangen-Dings kauen, ohne dass der Apfelring runterfällt. Und wenn sie halt was abgebissen haben, wurde es immer kleiner und kleiner. Und irgendwann war nur noch der Apfelring da. Oh Gott. Sarah's sudden mention of me caught me off guard as he pointed towards my face. I guess I technically am a page, but. Moment! Was tut sie da? Ich hab keine Ahnung. Wollen wir das wissen? So. Soma looked almost choked up by his words, and he adjusted himself to face us. Schaut euch das bitte mal an. What did you do? Ich finde Soma einen sehr interessanten Charakter. Was tut dein Hund da? Bleppen? Er hat mir den Arm abgeleckt, die blöde Kuh.
Ich find's Sommer toll. Ja, das ist schon cool. Lippana Bushi ni naritai to omoimasu. Nanda, nanda. Totsuden zuibun to shushou na taido ni natta na. Ie. Imamade ore wa nani mo wakatte inakatta. Harada, nani itte yagaru? Betsu ni yurusu mo yurusa. Die haben schon 10, ne? Ja, ich weiß. Aber wir haben heute ein Open End, oder nicht? Ja, ich weiß. Ey, das deswegen wird ja garantiert so weit gehen, bis wieder um 3 Uhr morgens einschlafen. Super. Ich muss morgen um 2 weg. Dann sag es doch! Oder? Ja. Dann sag aber auch, wann wir Schluss machen müssen, Liara. Soma then turned towards me and bowed. Bow before me. Hä? Warum habe ich das Gefühl, dass Liaras meisten Texte aus Hä? Okay bestehen? Weil. Ist halt so. Sie sagt immer so: Hä? What? Okay. Und manchmal hat sie dann auch einen etwas längeren Text. Yay. Hört sich fast nach Cell an. The Growling. Can we talk about the Growling? Oh Gott. Cell am Anfang ist ja auch so ein bisschen. Ja. Nein. Okay. Nein. Gib mir das Handtuch. Fun Fact, wenn man tatsächlich dann bei der Duschdinger-Situation wartet, dann ruft er wirklich irgendwann mal einfach nur Handtuch. Soma flashed his hopeful eyes towards me. How should I respond to this? Dodges off. Nö, ich will nicht mit dir zusammen stark werden. Was ist das für eine Frage? Liara, antworten wir nett. Oder geht dir der Frage aus dem Weg? Ja, ich bleib freundlich. Ich meine, wir wollen ja eigentlich auch tatsächlich stark werden. So, we just respond kindly. Oh, no, don't worry about it. Let's work hard. Ich hab ein gutes Händchen für Thomas. Als ob jetzt in Thomas Gute reinkommt. Das wird erst kommen, wenn du dein Achievement bekommst mit Titel XYZ. Das ist Sympathie. 30%. Ist das dein verdammter Ernst? Ist das der verdammte Ernst? Warum kann man ihn so leicht... Weil man ihn so selten begegnet. Ach, dann krieg ich... Aber wie rutschen wir gerade in seine Route rein? Also close, 30%. Die Person zwischen... Nein, geh raus. Return. Und dann geh auf die rechte Seite. Die Person, die da zwischen Soma und Kazama ist, die hätten wir mittlerweile auch schon mal treffen können, hätten wir eine andere Auswahl. Oh, okay. Deswegen die Leute, die da eher hinten sind, also Iba. Sanan nicht unbedingt, aber halt. Die letzten 4, die triffst du so selten. Also wirklich so, so selten. Weil das die einzigen sind, die nicht ständig mit den Schinzegummi rumgammeln. Ich hab das Gefühl, bei dem ist es wirklich so dead escalated quickly. Ich meine, letztes Mal war es nur Blooming, jetzt sind wir bei 30%, während wir bei anderen Charakteren auch schon mal teilweise richtige Antworten hatten oder noch gar nichts haben. Ich will nicht sagen, aber du hattest Budding, nicht Blooming. Okay, Budding, sorry. Blooming kommt wahrscheinlich erst später. Full Bloom ist die letzte Phase, die du kannst. I felt bad for seeming so aloof to him. Although I have no intentions or aspirations towards becoming a great warrior like Soma. He looked so serious that I couldn't kill the mood. Ehrlich, ich habe das Gefühl, irgendwie ich antworte eigentlich nur normal. Ich antworte halt wirklich normal. So even though I stretched the truth a little bit,
It shouldn't be a problem. Yokatana, Nippana Bushio Mesas Nakamaga Dikte. She's Yeah, Harada, you don't have to lose so hard. Gambar no ai kotodana. Omae wa kenjutsu igai no bunya ni shite oke yo. Dou shitatte, kouyu no wa muki fumuki tte mon ga aru kara na. Yes, I know. Yukimura-san wa kenjutsu ga nigate na no ka? Doch. Aber nein. Aber doch. Suddenly Soma's hand reached towards my shoulder. Wait. Was? Meine Schulter. Also. Was tust du da, Soma? Soma, was tust du? Kata ya ude no kinniku ga mattaku taritei nai na. Begrapscht du ihn gerade? Ich weiß, dass wir weiblich sind. Er begrapscht uns gerade. Er denkt, wir sind ein Dude und nimmt uns nach Muskeln. Oh Gott, wenn er in die falsche Region geht. Hast du Brustmuskeln? Sixpack? Ja, gut, das wäre ja nicht so schlimm, wenn er nach da unten greifen würde, aber in den oberen Bereich wäre etwas unvorteilhaft. Es gibt zwei Bereiche, da würde er so mit seinem Halt. Sekunden. Ja gut, aber warum sollte er nach ganz unten fassen? Halt, haben wir Hüfte. Osokute, yawarakakute. Kore de wa marude onago no yō da so. Immer diese Sprüche, ich finde es immer toll, wenn jemand sagt von wegen so, ist ja fast so, als wärst du. Der Arsch wäre jetzt auch nicht so geil. Soma, deswegen ist, ich spreche sie ja auch als Mädchen, das ist egal. Und diese Frisur, aber gut, seien wir jetzt mal ehrlich. Irgendwie. Jeder hat so. Ihre Frisur ist wirklich gar nicht so auffällig. Aber vielleicht die Gesichtszüge so ein bisschen. Deswegen meinte ja, er, ihre... passt weiblich, bloß, dass sie auch noch männliche Kleidung trägt und... He grabbed my shoulders and hands with more vigor and it starts to tickle. Even though Soma had no idea what he was doing, it kind of felt embarrassed. Soma! Soma, lass es lieber, du demütigst dich nur selbst. Du machst dir gar kein Problem, oh Gott, nein. Soma was oblivious to this and continued feeling up my arms. Ich kann nicht mehr. Oh Gott, Katana wo nuku toki mo kuru daro. Yahari Yukimura-san wa mou sukoshi karada wo kitaeta hou ga ii to omou na. Titel: Soma der Begrapscher. Soma, what are you doing? Sure, I'll try my best. I looked at Harada, hoping he'd help me get out of the situation, but he only chuckled lightly. Harada. Soma wouldn't stop asking about the Shinsengumi, and the more stories he heard, the more excited he became, waving energetically as he left us. He had no clue I was a man, huh? Eisuke ya Shinpachi nami ni nibui itte ya ka. Naja, die beiden haben es auch überhaupt gecheckt. Okay, was man ihm lassen muss, he ain't wrong. Deswegen aber Shinpachi war auch so, weil da hätte ich gewusst, du wärst Mädchen, hätte ich was ganz anderes gesagt. Nee! Aber sagen wir es eben so, he ain't wrong, aber ich würde sie nicht als dumm bezeichnen, ich würde sie eher als naiv bezeichnen. Wie gesagt, die drei, also zusammen mit ihm bilden die drei meiner Meinung nach das Idioten-Trio. Ich hab nichts gegen solche Charaktere, ich finde solche Charaktere auch manchmal echt sympathisch. Shinpachi, War was? Schnupfen. Bullshit.
I suppose it was a good thing he didn't realize it was all disguise, but wow, I hope